Ich bin der Flamur Schala von der Firma Focus Strategie GmbH, der Grendelstraße 19 bzw. Grendel 19 6410 und gebe Online-Matheunterricht. Wir haben den Donnerstag, den 9. September 2021, und sind bei der Aufgabe Nummer 9b. Ich wollte jetzt mit meiner Formel da das ausrechnen. Wir haben also nur die zwei Angaben hier bzw. Jetzt haben wir die erste Info normal, also so gerechnet, wie ich das vorher gemacht habe. Und ich werde also mit diesen zwei hier, also ich bezeichne das als Element I0 und I1. Und ich werde mit denen das 2, 3, das vierte Element berechnen. Ja? Also jetzt haben wir auch x, das vierte Element. Gemäß und auch die Tabellen. Das kann man dann zum Beispiel für das 20. Element kennen wir es ja nicht. Ja, also dann müsste man wieder die Formel da unten verwenden. Und das werden wir auch gerade. Ich will dann im ersten Zwischenschritt einfach nur prüfen, ob das eigentlich gut aussieht oder nicht. Dann haben wir da 3x1 plus 2 mal x0. Was ist x1? Das ist minus 7a plus 3b plus 2 mal, und das x0, das ist 12a minus 5b. Und das gibt minus 21a plus 9b plus 24a minus 10b. Das sehen wir also bei 3a minus b. Und 3a minus b, das ist richtig, das sieht gut aus. Jetzt prüfen wir noch, ob wir auch mit der Formel auf das kommen. Wenn ja, dann sieht das eigentlich gut aus. Also, wir suchen x4 mit der Formel x1. 1 plus Wurzel 5 geteilt durch 2 hoch n minus 1 minus Wurzel 5 über 2 hoch n plus x0 1 plus Wurzel 5 geteilt durch 2 hoch n minus 1 minus 1 minus und noch eine 1 minus Wurzel 5 über 2 hoch und da n minus 1 hoch n minus 1. x1 ist dann, also als n kommt 4 zum Zuge, das heißt, wir haben dann da ich schreibe es da direkt hin, dann haben wir hier anstatt n haben wir hier das 4. Jeweils. Und da unten, da ist n minus 1, also 4 minus 1. Das heisst, wir haben hier hoch 3. Jeweils. Und wenn man das hoch 4 rechnet und hoch 3 rechnet, dann haben wir hier x1 mal 3 plus x0 mal, wenn man nachher hier den zweiten Term in den Taschenrechner eingibt und hoch 3 rechnet, dann geht das 2, und dann sind wir wieder dort, wo wir vorhin sind. Das heisst, wir rechnen dann einfach für das x1 haben wir minus 7a plus 3b mal 3 plus, und das x0
x0, das ist in dem Fall 12a minus 5b mal 2. Dann haben wir dann minus 21a plus 9b plus 24a minus 10b. Und dann sehen wir wieder b. Minus 21a plus 24a, 3a minus 1b. Also 3a minus b. Wir sehen eigentlich, wir können mit dieser Formel basierend auf den ersten beiden Werten können wir eigentlich jeden Wert berechnen. Wichtig ist da, dass i, also das erste, dass wir mit 0 auf zählen, ja. Und das stimmt die Formel. Und sonst müssen wir das anpassen auf x2 und x1, aber dann müssen wir auch oben dran wahrscheinlich hier schreiben n plus 1, also hoch n plus 1. Und ich lasse es lieber so, wie es jetzt ist. Also mir passt es gerade so, damit ich dann jede Folge, die nach der Fibonacci-Methode aufgebaut ist, also immer die Summe der beiden vorangehenden Werte aufgebaut ist, dass man die halt berechnen kann. Und zwar jegliches Element. Gut.